Wir gehen zum Watchtower. Bevor irgendwas kommt und sich denkt, der sieht aber lecker aus. Kann ich hier irgendwie drüber? Nö, aber ich kann bestimmt durch das Feld hier, oder? Nö. Es wird aber gleich schon wieder dunkel. Aber sobald die, sobald mal mein Tomatenimperium rollt, können mich die Dämonen und was auch immer hier rumrennt, zuzeln. Das war grammatikalisch nicht korrekt. Da hinten rennt. Ah, das ist ein Rabe. Ey! Ey! Wieso stecke ich fest? Piss dich, Alter! Ich kann nicht. Moment, kann ich das auch verkaufen? $4! Was? Alter, kräzelt der Shit. Scheiß mal auf die Dreckstomaten, Alter. Let's go. Bam. So, wie baue ich das Ding jetzt? Oder spawnt das einfach irgendwo? Ich gehe lieber pennen. Habe ich meine To-Do-List schon? Build a Chicken. Nee, habe ich nicht. Wie baue ich das denn? Aha, hier. Das kostet nochmal $5. Das ist doch ein Scam. Ich bin weg. Gute Nacht. War schön. Da sitzt irgendein kleines Kind oder so. Plötzlich auf dem Bild. Ich glaube, es ist, was hier zu tun? Ach, fuck, ist noch nicht spät genug zum Schlafen. Da ist jetzt ein Kind in einem Nest oder irgendwas. Oder das ist der Krähenkönig, weil ich gerade die eine Krähe geprügelt habe. Das war meine Ernte. Das ist mein Land, okay? Ich kann das Ding noch nicht bauen. Ich hab ja noch nicht genug Cash. Ich mach mal hier zu. Nur ohne Grund. Gibt keinen Grund. Ja. Da waren Schritte. Oh, fuck. Das sieht nicht mehr. Ich glaube, wie weit die Tür offen ist hinten, zeigt mir, inwieweit ich in Gefahr bin. Und der Rest sagt mir, was das für ein Vieh ist, was da draußen rumrennt. Alter, wie viele Viecher gibt's denn bitte? Ich leg mich mal hin mit dem Riesen da draußen vor der Tür. Ja, pff. Weißt du, bisschen Schwund ist immer. Das war bestimmt, das war nur ein Hund. Ich bin wie dieser dämlichen Idioten in Horrorspielen, oder in Horrorfilmen, die immer sagen, ja, das war ein Hase. Okay, wir leben noch. Gut, das ist schon mal ganz, ganz nice. Hallo, guten Abend. Wir sind wieder sicher. Seht ihr müsst einfach nur die Probleme wegschlafen. Dann verschwinden die komischen Kreaturen der Nacht, die dich töten wollen. Da willst du schön deine organische Farm hier, die Biofarm aufbauen und... Oh, hallo. Ja, das Tomatenimperium wächst aber, Leute. Darüber sind wir uns alle einig. So. Imperium. Tomatium. So, schmeiß hin. Oh, $5.40, Alter, let's go. Jetzt können wir diesen blöden Kack-Hühnerstall bauen. Ach, das sind die... Der Stall selber kostet noch mehr. Aber kann ich mir einen Huhn vorher kaufen? Ich habe noch $6.50. Ach, Kacke, Mann. Und was ich auch mal langsam wissen muss, ist, wo ich die Gießkanne überhaupt auffülle. Ich meine, ich muss ja zum Glück nur einen Tropfen Wasser benutzen für so eine fette Tomatenpflanze. Das ist ja sehr... Das ist auch sehr sparsam, Gott sei Dank. Da muss man schauen, wie man das Ding auffüllt. Und ich wollte zum Watchtower gehen, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. So, hier machen wir mal zu. Gibt keinen bestimmten Grund. Ah, Gott sei Dank. Okay, es dauert halt eine Ewigkeit, aber es geht. Und es ist bestimmt in der Zwischenzeit nichts Schlimmes passiert. Sag ich doch. Das mit dem Bild ist eine geile Mechanik. Das finde ich irgendwie cool. So. Wo wir gerade
bei geilen Mechanics sind. Das mit der Map finde ich auch ziemlich geil. Auch wenn ich gerade... Ah, hier. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wie ich von meinem eigenen Bauernhof runterkomme. Okay, nun gut, dann, schätze ich, ich muss hier hinten rum. Was soll schon passieren? Es ist bis jetzt noch nichts hieran komisch gewesen. Gut, das Stampfen draußen, die Geräusche, der Kleiderschrank, der mir entgegengesprungen ist. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Ich habe gerade wieder dieses Dumpf gehört. Da ist doch gerade wieder Tine Wittler aus dem Bett gefallen. Ich habe es doch genau gehört. Kann ich den Zaun einfach einreißen? I'll need a better axe. Nö. Besides, I'm not ready to venture out yet. Okay, das ist aber blöd, weil dann kann ich ja gerade nichts anderes machen, ne? Gut, ich könnte noch mehr Tomaten anbauen. Schaut aus wie Medieval Dynasty, ist ganz anders. Es ist so ein Hybrid aus Medieval Dynasty und The Forest, glaube ich. Es ist ein Horror-Game. Und tagsüber machst du deine Farm und probierst Geld zu verdienen und dann passieren komische Dinge und Viecher probieren dich umzubringen. Ist nur eine Demo, bis jetzt. Vollversion ist noch nicht draußen. Aber ich finde die Idee schon mal irgendwie ziemlich geil. Eigentlich könnte ich mir das hier kaufen und dann einfach Bäume die ganze Zeit hin und her tragen. Komm, mache ich auch. Let's go. Gib her. Wo sind die denn jetzt genau? Oder ist das ein... Warte mal, ist das ein permanentes Upgrade gewesen? Das ist ein permanentes Upgrade gewesen. Ist ja geil. Let's fucking go. Das war... Dann können wir nämlich auch einfach hier die Bäume wegballern, weil wir können eh nichts warten, bis wir auf die Tomaten machen, während wir auf die Tomaten warten. Tomaten warten! Dann können wir was starten. So. Nein, nicht boxen. Das ist schon mal... Was ist da hinten? Ist das ein Zaun? Ja, nee, das ist eine Stromleitung, glaube ich. Ich glaube, wir können ja auch nicht besonders... Oh ja, das ist ja viel geiler. Ich kann doch dann bestimmt später, wenn ich die Zäune einreißen kann. Ich meine, ich kann mich ja vor den Viechern, die mich bei Nacht angreifen, kann mich doch bestimmt schützen. Mit was anderem außer dem Gewehr. Ob man die wie bei anderen Games irgendwo festbacken lassen kann? Wenn ich mir Zäune oder so hier hinstelle? Und kann man später Bäume... Ich meine, es ist eine Demo. Es wird relativ egal sein. Stimmt, eigentlich ist es eine Demo und ich kann hier ruhig alle Bäume abreißen, weil es ist eine Demo. So, wie sieht's aus? Haben wir irgendein paranormales Geschehnis? Nein. Gut, also aktuell probieren wir uns nicht zu bedienen und beseitigen. Das ist schon mal... Das ist... Ich habe wieder das Stampfen gehört. Ich habe es erneut gehört. Bäume sind freundlich. Ja, nein. In diesem Spiel hier ist nichts freundlich. Also den habe ich schon verkauft wahrscheinlich, oder? Ja. Ist es nur noch einer gewesen? Ich meine, der Baum... Doch, die Bäume sind schon groß. Aber die Technik zählt bei... Das wissen wir ja, die Größe ist ja egal. So, wie sieht's aus mit Geld? $8. Ich brauche noch 2. Okay, also 4 Baumstämme noch. Die haben wir alle fertig. Das ist ja auch noch sau viel. Oh, Radiant Jan! Dann gehe ich mal diesem unbekannten Stream hier und... Moment, das ist ja Radiant Niklas. Nein, das hier ist Radiant Baumbart, der Farming-Simulator mit einem Twist spielt. So. Denn nachts kommt hier Griffith, unser Held. Und ich glaube, der möchte mir helfen. Obwohl Nacht, es wird gleich Nacht. Ich werde mich gleich mutig in meinem Haus verschanzen. Denn, das wisst ihr nicht, aber die Geister haben tatsächlich Angst vor mir und weil ich Mitleid mit denen habe, verstecke ich mich. Genau, das ist der Grund. So. Ist gar nicht so einfach zu erkennen, welche ich hier... Vor allem, weil die leider liegen bleiben so lange. Okay, es wird dunkel. Es ist an der Zeit, die Unterhosen bereitzuhalten, die neuen. Hoffentlich gibt es Sklaven.
Ey, vielleicht können wir die Viecher, die uns umbringen wollen, ja alle als... Naja, Haustiere halten und die... Jetzt war wieder irgendwas an der Tür. Da atmet auch jemand. Da ist jemand mit Asthma in meinem Haus. Rotate. Wo ist denn der Eingang? Andere Seite, oder? Ja, hier. Oh, 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 da steht jemand. Da steht jemand in meinem scheiß Bad. Ey, bitte spülen, okay? Hallo? Platzier das bitte. Platzier's! Es ist dunkel, Mann. Ich habe keine Zeit für den Scheiß. Da steht jemand in meinem Häuslein und atmet. Ja, ich verstehe, dass ihr die Tür zumacht. Ich würde auch in Ruhe scheißen wollen. Ich leg mich mal hin, während die Geister-Dämonenfrau in meinem Haus steht. Oh oh. I guess I'll take a quick look outside. Vielleicht nicht. Was war dieser Sound? Willst du mich verarschen? Du hörst die ganze Zeit irgendwelche Monster und so hier rumschreien. Wie wäre es, wenn ich keinen quicken Look outside take? Wie wäre es, wenn ich hier drinnen bleibe und... Ich weiß nicht, irgendwas sagt, ich soll da vielleicht... Hallo? Reicht das? Habe ich genug Looks outside getaked? Ich werde Hühner kaufen und dann werden die den bedienen. Alter, kannst du mal die Schnauze halten? Hey! Ich hab dich gesehen, du Arschkopf. Da stand wieder ein Kind hinter dem Baum. Ich mag keine Kinder. Die einsamen Nächte könnte ich zerstören, das weiß ich schon vom echten Leben. Die Nachtzeit im Wald kann sehr gesund sein. Kann sehr gefährlich sein. Du kannst deine To-Do-List finishen und früh ins Bett gehen, um der Nacht auszuweichen. Du kannst auch dein Haus aufräumen und deine Farm aufbauen. Je größer deine Farm wird, desto mehr wirst du von den Gefahren der Dunkelheit beschützt sein. Ich hab schon Tomaten. You're a grown-ass adult, Garrett. There's no one out here. Go and look around if you're so scared, you baby. Nein, ich bin nicht so scared, you baby. I baby, ich gehe jetzt rein und schlafen. Ich muss das machen, oder? Nee, muss ich nicht. Aber vielleicht ist das ein Trick. Vielleicht will der, dass ich rein, das Spiel will, dass ich denke, haha, nee, und ich gehe rein. Aber in Wahrheit bleibe ich hier draußen und verkaufe meine Baumstämme. I need to get back to bed. Fuck, okay, dann gehen wir halt back to bed. Er hat mir das ein bisschen zu nervös gesagt. Ich habe eine rostige, alte, gammelige Axt und habe keine Angst, sie einzusetzen. Doch habe ich. Jokes on you. Das ist meine Farm, oder? Das ist meine Farm. Alter, okay. Ja, genug Fernsehen für heute. Wir gucken jetzt RTL. RTL, okay. Das passt schon. Too scared to sleep now. Das sind... Da. Was? Was soll das heißen, too scared to sleep now? Warum? Warum genau? Gibt es einen Grund dafür? Ich meine, ich frage für einen Freund. Genau. Ist ja nichts passiert. Man kann sich ja schön ins Bett legen. Erstmal die Godhand persönlich auf den Platz rufen, dann ist immer Nacht, aber du bist die Geister los. Die sind nur neidisch auf meine preisgekrönten Tomaten. I don't feel as alone as I used to. Wish that wasn't the case. Ach komm, gibt ja keinen Grund dafür. Ist ja nichts passiert. Okay, das Gemälde ist wieder normal. Mir kann nichts mehr passieren. Eine Katze! Where'd you come from, little guy? I think I have a food bowl on the porch for you. Das ist doch bestimmt irgendein Dämon oder so. Die schnurrt!
Mein Leben ist infinitely besser gerade. Irgendwas mit Food on the Porch. Haben wir das? Eine bessere Axt kaufen? Ja, ich meine, das ist ja... Komm, ich kann doch meine Bohnen an die Katze verfüttern. Scheiß auf mich, ich sterb sowieso, ist eine Demo. Ich will die Katze füttern. Was ist nochmal Porch? Verdammt. Ist nicht irgendwie sowas wie Besitz oder so? Nein, Katze, du darfst mich nicht verlassen. Du musst bei mir bleiben. Katze, nein! Ich taufe dich auf... Kannst du bei mir bleiben, bitte? Also nicht, dass ich Angst hätte alleine oder so. What? Nein, 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 da war nix. Da war nix. Ich drehe nur ein bisschen durch. Haben wir alle mal gelacht. Aber es gibt nichts, worum man sich ja Sorgen machen muss. Hat der Makler zu mir gesagt. So. 5,40, let's go. Kriegst die Katze Tomaten? Ich mach der Katze Tomatensuppe. So, schön alles bewässern. Wir brauchen mehr Knete. Mehr Knete durch Tomaten. Mehr Knete durch Tomaten. Yeah. Oh, alles her damit. Alles her damit. Die Steine habe ich vorher nicht gesehen. Zack, zack, bam, bam. Steine sind der Shit. Scheiß auf Tomaten. Wir sammeln Steine und verkaufen die. Für 10 Cent das Stück. Welcher Bastard kauft uns das eigentlich ab für so wenig? Wissen wir, dass wir gescammt werden? Okay. Alles klar. Axt Level 2. Oh, ich hab $18. Yo! Okay. Okay. Was ist das hier? Ah, also das mit der Axt funktioniert. Ich hab nur die Schwache gehabt. Okay, let's go. Katze? Katze, du musst hier bleiben, okay? Du darfst mich nicht im Stich lassen. Okay, bleib bitte hier. Ich komme zurück mit Whiskas. Oder ich sterbe qualvoll. Ach, habe ich eigentlich jetzt genug Geld, um noch eine... Alter, ich habe schön Cash gemacht mit dem Dings. Let's go. Bam und bam. Wir haben Hühner, let's go. Hallo? Geht's euch gut? Das sind nur Deko-Hühner, die machen gar nichts. Okay, sie machen doch was. So, wir müssen jetzt raus, alles klar. Ich reiß nur meinen eigenen Zaun ein, weil ich zu blöd bin, drüber zu springen. Oder auch nicht. Hallo? Das kann doch nicht ernsthaft so viel aushalten, oder? Ich will das exploren. Aber ändert das die Farbe? Nee. Ist ja genau klar. Okay, vielleicht kann ich nicht überall durch. Oder? Aber wo denn sonst? Ich habe nicht viel Zeit, Mann. Es wird bald dunkel und ich muss in die gruselige Pissscheune gehen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich die Katze füttern kann. Die Hühner haben übrigens, die können Kampfsport. Also es kann, ne, wenn irgendwas probiert, mich zu töten, dann... Muss ich jetzt hier wirklich einfach so lange drauf spammen, oder was? Ich weiß ja nicht. Vielleicht muss ich einen Zaun außerhalb von meinem Grundstück hier nehmen. Wobei, so wie es aussieht, ist das ja alles mein Grundstück. Schon cool gemacht. Sehr cool gemacht. Das macht irgendwie, also... Es hat auf jeden Fall was. Klingt auch genau gleich, ne, oder? Muss kurz was trinken, weil Raiden Jan befohlen hat. Hat das wirklich so sau viel Leben, dass ich da wirklich eine Viertelstunde drauf einprügeln muss? Also irgendwie kann ich das nicht glauben.
Alter, ich muss hier raus. Ich muss raus. Wenn ich hier nicht rauskomme, dann ist gleich dunkel und dann werde ich Probleme bekommen, weil ja noch nicht... Weil ich ja meine Ziele nicht erreicht habe. Das heißt, dann werden die... Dann kommen die von der... Ne, von der Arge und sagen, ey, du Hurensohn. Du hast nicht genug Tomaten angebaut. Jetzt wirst du sterben. Die Demo endet hier? Nein, dann würde eine Einblendung kommen. 100 Pro. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich habe keine Ahnung. Ich renne hier mal rundherum, ob irgendwo ein Zaun vielleicht gehighlightet ist oder so. Die hier ist nicht gegossen, das muss ich nochmal korrigieren. Vielleicht sterbe ich jetzt deswegen, weil ich mir hier zu lange Zeit lasse, aber die Tomatenpflanzen haben schon Priorität, Leute. Man muss schon auch wissen, ne, der Erfolg meines aktuellen 2,60 Vermögen kommt auch nicht von irgendwo her. Alle Zäune hier sehen, da unten leuchtet was. Ja, das ist ein Baumstamm von vorhin. Ich glaube, ich muss einfach wirklich ein halbes Jahr auf den Zaun einprügeln. Scheinbar ist genau das jetzt. Und es wird dunkel. Geil. Das wird jetzt bestimmt super witzig. Die Hühner können raus, die blöden Pissviecher. Aber ich nicht. Gut, ja, und sonst so, das kann doch nicht stimmen. Also irgendwas habe ich doch... Das kann doch niemals 300 Schläge aushalten, Alter. Das ist ein Zaun und kein Endboss. Muss ich auf den komischen Pfosten hier draufschlagen, oder... Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung. Aber es wird dunkel und ich werde gleich von irgendwas gefistet. Weil ich nicht fertig mit meinen scheiß Zielen geworden bin, weil der Typ so blöd ist, den alten Mosch Zaun einzuschlagen. Oh Gott. Da steht schon wieder jemand. Ja, da ist schon wieder jemand. Ich, hab ein Problem. Ich hab ein richtig fettes Problem. Kann ich mich bei den Hühnern verstecken? Ey, aber wehe, die machen den Hühnern was. Das dann persönlich, okay? Die Zäune hier sind der wahre Endgegner. Nun, aber noch scheine ich nicht unsicher zu sein. Hey! Gut, dass ich keine Schlüssel habe, um Türen abzuschließen. Wer braucht sowas auch schon? Meine To-Do-List ist noch nicht fertig. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe den ganzen Tag auf den Zaun eingeprügelt, der ist immer noch ganz. Ah, nicht wach werden, please. Nicht wach werden, please. Bitte schlaf du. Oh, Gott sei Dank, Alter. Uiuiui. Uiuiui. Das ist Hausfriedensbruch, was Drachen dort da macht. Ja, hast du recht, hast du recht. Ich dachte gerade, da steht jemand. Oh, Alter, meine Fresse. Wie sieht's aus? Alles normal, okay. Die Katze ist immer noch da. Das ist die einzige gute Nachricht. Hallo. Mir kann bestimmt in der Nähe der Katze nichts passieren. Katzen sind doch bestimmt hier sowas wie der heilige Gral. Okay. Ich weiß ja, auf welchen Zaun ich gestern eingeprügelt habe. Ich glaube, der hier. Warum ist es da oben so unfassbar hell gerade? Ich will es gar nicht wissen. So, ja, dann prügeln wir noch mal eine halbe Stunde auf den Zaun ein, würde ich sagen. Ey, das ist mir zu blöd. Das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht die Lösung sein, dass du hier eine Viertelstunde auf den Zaun eintrichst. Alter, ich scheiß auf das. Ich kaufe mir eine Villa auf Malle. Guck dir das mal an. Let's go. Ich reiß einfach hier alles ein mit einem Bagger, den ich mir gleich kaufe. Weil wir kaufen dein Bagger.at. Zack. Ja, ich hoffe, die Krähe, die können sich ja auch gerne mal
Ich weiß gar nicht, was. Alter, das wird jetzt schön Cash bringen. Yo, das wird schön Cash bringen. Let's go. Aus Friedensbruch, was Drachenlord da macht. Das ist ja einfach, dass sie auch immer ins Bad gehen. Ist euch das aufgefallen? Die beiden Dämonen oder was auch immer sind beide ins Klo gegangen. Die gehen immer ins Klo, also ins Badezimmer. Und keiner von denen duscht. Da ist doch, stimmt doch irgendwas nicht. Die haben alle mies dünn Schiss. Allem Anschein nach. So, haben wir alle erwischt? Ne, hier drüben fehlt noch eine ganze Reihe, weil ich ein bisschen übertrieben habe mit Tomaten. Okay. Also gut, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 19 Dollar, Alter. Wir haben einen neuen Rekord. Ich kann die Grasshook holen. Kennt es Troy? Wooden Fences. Ich weiß nicht, was er dann mit Wooden Fences meint, weil ich schlage auf Wooden Fences ein und die funktionieren nicht. Running Speed, Stamina, Scarecrow. Okay. Wahrscheinlich bumse ich mich damit nur, oder? Wasserfässer. Eigentlich hätte ich irgendwie gern das hier. Aber ich will auch kein Geld ausgeben, bevor ich jetzt nicht weiß, weil ich muss ja da in diese Scheune irgendwie. Gut, hier ist das Gras kürzer als überall anders. Deswegen schlage ich jetzt mal hier auf den Zaun ein. Ich schlage jetzt mal auf die Mitte eine halbe Stunde. Willkommen bei... Ich schlage mein Holz-Simulator. Die ganzen Geister und Dämonen stehen irgendwo hinten und denken sich so... Was tut der Trottel? Ja, aber was soll ich machen? Ich hab... Angeblich kann... Warte mal. Ist das euer Ernst? Ich habe natürlich davon... Ich bin davon ausgegangen, wenn du die Axt upgradest, dass dann die Axt 1 durch die Axt 2 ersetzt wird. Aber nee, du hast einfach dann beide im Inventar. Oh Gott. Minus 5000 Aura. Schmerz. Alter, ist euer Ernst? So, neue Location. Stimmt, jetzt haben wir hier die Map. Let's go. Hallo! Hier wird doch bestimmt nichts sein. This will be perfect for cattle. Man kann... Moment. Man kann andere Tiere auch noch haben? Wahrscheinlich in der Vollversion dann. Okay, ich habe gerade 10 Dollar bekommen für die Quest. Währenddessen ich Battlefield gespielt habe, ist mir eingefallen, du kannst ja, bevor du aufhörst, auf den neuen Song von Shirley Bailey reagieren. Das könnte ich machen. Ich könnte mich aber auch an meinem Hoden aufhängen und dabei einen 24-Stunden-Stream machen. Das wäre nämlich ähnlich angenehm. So. Oh, was haben wir hier? Ein Oil Can. Diese seltenen Items sind... Was? Are not only used to, also nicht nur dafür da, die besten Items im Katalogshop zu kaufen, also, sondern auch, um das Spiel zu komplettieren. Okay, wir sollen, also Oil Cans müssen wir uns also merken. Shit. Wow. Metall. This looks like pure zinc. I read that an old factory is nearby. Ich höre einen Hund. Bitte sag, ich kann den adoptieren. Das klingt extrem laut. Ah, da unten ist ein Wölfe, das ist kein Hund. Sitz! Sitz! Ich befehle dir zu sitzen. Ich glaube, die Wölfe wollen spielen. Die haben mit meinen Eingeweiden. Warte mal, kann ich dem zufällig? Nee, nicht. Glaubt ihr, der weiß, dass ich hier bin? Ich bin mir nicht sicher. Okay.
Nun, gut, dass ich meinen eigenen Zaun zerstört habe, damit die doch leichter zu mir hinkommen. Das ist doch wahrlich eine Wucht. Irgendwie sind die scary. Was ist, wenn ich mich hier verstecke? Oh, 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 oh. Munition für das Gewehr. Sag bloß, wir sind dabei, das Gewehr zu bekommen. Oder sind die Angaben ohne Gewehr? Ah, nicht runterspringen, du Arsch. Ist der draußen? Ich glaube schon. Mach doch die Tür zu, du Arschkopf. Du hast sie doch gerade eben auch auf und zu gemacht. Au, der kann durch Türen durch. Hex, Hex, das sind Hex. Ich wurde noch nie so verarscht. Das war eine Lüge. Aber ich bin schneller als so ein Kackwolf. Get fucked.